Hey Leute, Adi hier und herzlich willkommen zu Part Nummer 18 von Danganronpa. Wir, meine Damen und Herren, sind im letzten Part des Trials und werden jetzt mal ordentlich auf den Tisch hauen. Mir ist noch etwas aufgefallen. When we found Hifumi in the nurse's office, who we now know was only pretending to be dead. So etwas hätte ich nie erwartet. Ich hätte niemals geglaubt, dass Hifumi ermordet werden würde. Celeste, you were the first one to say he'd been murdered. You wanted to make sure we wouldn't have any doubt in our minds. I don't believe it. Everything. The whole thing was one big act. Hina, you were with Celeste when Hifumi's body disappeared, right? Yeah. I was feeling kind of sick, so Celeste took me to the bathroom. Wait, then that was... She wasn't worried about you. She just saw a chance to help Hifumi sneak out of the nurse's office. Each piece isn't much by itself, but start putting them together and the picture gets very ugly indeed. Wouldn't you agree, Celeste? I have no idea what you mean. Don't bother trying to deny it. You made one fatal mistake. Oh, did I? I didn't even catch it myself when you first said it, but looking back, I can say that that one little slip-up was your undoing. What are you talking about? I'm talking about what you said after Hifumi's body disappeared and we returned to the nurse's office. Ja, wollte ich gerade mal ein Gummibärchen essen und schon muss ich wieder vorlesen. Er genießt das wohl. Und diese Gummibärchen in diesem Krankenhaus sind so lecker. Er genießt unsere bangen, verwirrten Gesichtsausdrücke. Wir werden hier alle sterben. Wir werden wie sie enden. I remember her saying that too, but I don't understand what's so strange about it. Then pay attention. Sakura, Toko and I were first to discover Taka's body in the equipment room. Then Makoto showed up and told us Hifumi had been killed. So Sakura and I left with Makoto. Once we were in the hall, we ran into Celeste, and the four of us headed to the nurse's office. Now, the entire time we were together, none of us said anything about Taka being dead. Think about it. Celeste's comment doesn't make sense. It was, yeah, I see what you're talking about. Although I don't really get what it means. You hear that, Celeste? Everyone's having some trouble understanding. Could you repeat what you said? If you're really not the culprit, you shouldn't have any problem repeating it, right? Byakuya meinte, dass Celestes Kommentar keinen Sinn ergeben würde. Aber worauf will er uns hinweisen? All I said was, they must really be enjoying this. Enjoying the sight of us standing around, frightened and confused. They must be positively elated. We are all going to die here. We are going to die, just like those guys died. And that is all I said. And that's all it takes to finish this. It's obvious, isn't it? What was so strange about Celeste's comment? Celeste hat etwas gesagt, wovon sie nichts gewusst hätte. Deswegen ist der Kommentar unpassend. Und wir wissen ganz genau, was es gewesen ist. We must really enjoy the sight of us. They must be. We are all going to die here. Ah ne, das war der falsche. Damn it, ich hab den falschen genommen. Verdammt, ich wollte eigentlich danach haben. And that is all I. And that's all it takes to finish this. What was so strange about Celeste's comment? Was? Ja, warte bloß nicht, das ist für die Arbeit. Ich für. Okay. Dann war es vielleicht andersrum? Verdammt nochmal. Dieses Spiel. All I said, they must really be enjoying the sight of us. They must be. We are all going to die. And that is. And that's all it takes. What was so strange about Celeste's comment? What was so strange about her comment?
I don't know. Bum, 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 bum. So rum dann halt. Jesus Christ. That's right. There's no reason Celeste should have said, just like those guys die. When she said that, none of us had told her Taka was dead. Exactly. And we didn't run into her until after we were all out in the hall. So there was never any chance for her to have seen his body in the equipment room for herself. So how did you know, Celeste? How did you know more than one person had been killed? And how did you know they were both guys? Because Kyoko had also disappeared, right? So she could have been dead too. You all have such vivid imaginations, you know that? Imaginations? You claim that I was lying when I told you about the suspicious person I saw. Then what about the picture I took? How do you explain this picture of the costumed villain dragging Hifumi away? It has to be some kind of setup, right? So let's put the suit on, and then she used the camera's timer to set up the picture. Have you so quickly forgotten? You are the only one who could have possibly fit into that suit. Thus, I happen to know that this particular camera does not have a timer. In other words, it is an unassailable fact that this is a picture of Hifumi being dragged away. If everything I told you was a lie, how can this picture exist? Simple. Are we sure that's really a picture of the suspect dragging Hifumi away? What could you possibly mean by that? Surely there are other explanations than the one you've offered up. No. There is no other explanation. Andere Erklärung? Wenn es kein Bild ist, das Robo Justice zeigt, wie es Hifumi weggeschleppt hat, dann muss es It's not a picture of the suspect dragging Hifumi away. I would say it's a picture of Hifumi dragging the suspect away. That's certainly within the realm of possibility. The one being dragged off in that picture isn't Hifumi, but the person in the robot suit. We've simply been led to believe that it's the other way around. And the strange costume might only exist to lead us astray even farther. If you saw someone wearing something like that in this situation, of course you'd notice and be suspicious. That's what happened! You put me to sleep and made me out to be the bad guy in all this! Ja, weil du für einen normalen Criminal auch ein bisschen zu wenig Gehirnzellen hast, mein Freund. Such a thing is utterly impossible. Hifumi was dragging him away? Ridiculous. Ich liebe es, wie sie das sagt. Ridiculous. Is it? I don't think it's ridiculous at all. Then shut your mouth and allow me to educate you. Love that shit. Celeste meint, sie könnte beweisen, dass das Bild doch ihrer Meinung entspricht. Aber man kann ihr nicht mehr glauben. Boah, ich liebe es einfach, wenn die sich so gegenseitig weghauen und dann boom und boah. Ist einfach geil. Me up in that suit after I passed out. Then you just draped me across Hifumi and had him carry my weight. You tried to make me look like the bad guy. Like I said, ridiculous. As you can see in the picture, the suspect is standing perfectly upright. If the person inside the suit was unconscious, there's no way they could stand up straight like that. And the fortune-telling idiot is the culprit after all! No way! Nein, das stimmt nicht. Es gibt definitiv einen Widerspruch in Celestes Worten. You dressed me up in that suit after I passed out! Then you just drape me up. You tried to make me look... Like I said, as you can see in the picture, if the person in there... No way they could stand up straight... Boom! No, that's wrong! Thank you.
No. Even if the person inside the suit were unconscious, they could still stand up like that. Because that Robo Justice suit had a certain characteristic. Ich kann meine Teile nicht bewegen. Was für ein offensichtlicher Fehler. That's right. They totally made a mistake when they made it, so it couldn't bend at the waist. I'm not so sure that was a mistake. I think the suit was designed from the beginning to be used the way it was. Ich kann's einfach nicht sein lassen, mir diese geilen Faces anzuschauen. Celeste and Hifumi took the suit they'd specially designed and stuffed Hiro into it. That's how they were able to fake that whole thing. The point of it all was to make us believe whoever was in the suit was to blame. Well then, I suppose this is checkmate. Checkmate? Don't make me laugh, you idiot! What do you mean, checkmate? Celeste? Clearly! You want to cram me into your little guilty box? Well, here's one little problem. Have you already forgotten what Hifumi told us as he lay dying? Hey, Hifumi, wer war's? Wer hat dich attackiert? Wer versucht, dich zu töten? Wer hat mich getötet? Das stimmt. Ich erinnere. Der Name. Yasu. Hiro. When we asked him who had attacked him, his answer was quite clear, was it not? Es ist krass, wie ihre Stimme gerade höher geworden ist. He said, and I quote, Yasuhiro. In other words, Yasuhiro Hagakure! Ungelogen. Normalerweise nimmt man für sowas ja japanische Voice Actresses. Aber die Englischen sind einfach so gut in Danganronpa. Es ist der Wahnsinn. Also mal wieder dicke Props an Nipponichi Software, also NIS America, die das Ganze quasi rübergebracht haben und auch teilweise für die Synchros dann verantwortlich sind. Meine Fresse, so geile Voice Actresses. Right, but my name isn't really Yasuhiro. It's actually Taro. Your confusing statements don't make any sense. You're only making things more complicated. He did say Yasuhiro. But are we sure he was really pointing the finger at Hiro? What the hell are you talking about? I'll burn you alive! Kyoko, what do you mean by that? Think back to how Hifumi used to talk to us. How did he refer to each of us? A gun! That's right! Our last names! He called us all by our last names! Exactly. I know I heard him say Mr. Naegi more than once, for example. Yeah, Naegi! So if Hifumi did mean to say Hiro's name, he would have said his last name, Hagakure. I'm sure it was just incidental. By chance, he just... his first name... indecent? Don't talk. Random chance. Now isn't that a convenient explanation? No. There's no reason to think he would have said the name any different than normal. But he must have run out of energy before he could say any more. So Hifumi was trying to tell us the last name of whoever killed him? But the name he said doesn't apply to anyone here. Well, no. Hold on. There's one person it could apply to, and that's Celeste. She never actually told us what her real name is. What did you just say? To think you'd take your false accusation so far, I don't know whether to laugh or spit! Ungelogen, ich könnte Celeste einfach gerade in diesem Angry State stundenlang zuhören. Come on! Enough with your idiotic blather! Yasuhiro is a loser's name! Do I look like a loser to you? Well, do what? I think I've earned the right to be a little on edge. Guck mal gerade, ich habe euch gerade eine Line davon. Nee, schade, kann ich mir nicht nochmal anhören. Aber ich glaube, ab Danganronpa 2 ging das lustigerweise. Okay, then fill us in. What's your real name? Make sure your ear holes are wide open and listen up! My real name is
Celestia Ludenberg, could you please stop making me repeat myself over and over again? Celeste gibt immer noch nicht auf. Dann muss ich sie überzeugen. Fumi was trying to tell us something. He wanted us to know the killer's last name, Yasuhiro. If there's one person here who might have that last name, it would have to be you, Celeste. You haven't told anyone what your real name is. How many times do I have to tell you? My name is Celestia Ludenberg, God damn it! How long do you plan to go on pretending? God damn it! Not pretending. It's the truth. And since you have no way to contradict me, that's the only truth there is, moron! Gibt es denn keinen Weg, sie zu überzeugen? Oh, ich muss mir dieses God damn it nochmal anhören. Das ist einfach so geil. He wanted us to know the killer's last name. If there's one person, it would have to be you, Celeste. How many times? Celestia Ludenberg, God damn it! Boah, mach mir das irgendwann als SMS-Klingelton, ey. Ich muss mir das noch einmal geben, es tut mir echt leid. Ich weiß, was ich machen muss, aber ich muss es mir einfach noch einmal geben. Dieses God damn it ist einfach so geil. He wanted us to know the killer's. If there's one person, it would have to be you, Celeste. How many times? Celestia Ludenberg, God damn it! God damn it! So geil. How long do you plan? I'm not pretending. And since you have no way to contradict me. Boom! Schön dran vorbei. No, that's wrong. Noch 11 Sekunden oben, ey. Gut, dass ich ein paar abgeschossen habe zwischendurch. That's it. The handbook. What? Anytime you turn your handbook on, it shows the owner's name when it boots up, right? Monokuma told us all about it before. Hehe, dieses Handbuch ist wichtig für euer schönes Schulleben. Verliert es nicht. Wenn es angeschaltet wird, zeigt es den Namen des Besitzers. Benutzt bitte eure eigenen. Allerdings ist dies kein typisches Handbuch. Es kann noch viel mehr. So all we have to do is check her handbook, and that'll clear up everything. That's how we can find out Celeste's real name. That's an invasion of privacy. I refuse to cooperate. Celeste, can you please just tell us what really happened? Please, just tell us. Even when I'm put in check, it's just my nature not to give up. Because! Until the game's over, you never know what might happen! Fine then. Let me settle it. Let me go over the case again, from the beginning, and shed light on all your crimes. And that'll bring everything to an end. Klimaxkette, Alter. So, dann wollen wir doch mal das Endgame machen. In diesem Fall rekrutierte der Mörder einen Komplizen, so viel weiß ich. So. Wo haben wir denn Hifumis geiles Gesicht? Vermutlich das hier. Muss ich da so lang gehen? Ah, okay, ich verstehe. Wann bat der Mörder zum Opfer in dem Gemeinschaftsraum? Das war doch um 1 Uhr nachts, oder? Also so. Welche Person wurde zuerst für mein Treffen gebeten? Yasuhiro, obviously. Da war das Bild doch hier, genau. Oder ist das später erst? Hauptsache, hier haben wir noch ein Bild von Fall 2 drinne. Mega cool. So, einmal nach rechts, das nächste. Sie haben ihn in Ohnmacht gesetzt und nachher in den Anzug gesteckt, um Beweise zu fälschen. Dafür benutzten sie einen spezifischen Gegenstand. Vermutlich die Kamera. Der arme Taka. Wann wurde Taka in den Ausstattungsraum gebeten? Das war doch deutlich später. Und zwar hier. Da wurde er mit Justice Hammer 4 erschlagen. Zack, zack, zack. Das Face von Ifumi. Mega cool. Die Gerechtigkeitshammer der Taka erledigt. Hatte welche Nummerierung eingraviert? Nur ja. Nicht wirklich schwer, wenn er da steht. Das war Justice Hammer Nummer 4.
So, die Kamera, bla 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 bla. In der Bücherei benutzt die Fumi etwas, um die Existenz des Verbrechens vorzutäuschen. Das müsste das Blutpack sein. Aber ich gucke mal gerade nach, ob es nicht auch was gibt, wo er das um sich rumsprayt. Weil ich will das perfekt haben hier. So. Oh, das Bild haben wir hier schon. Was war das denn nochmal hier? In der Bücherei benutzt die Fumi etwas, um die Existenz des Verbrechers vorzutäuschen. War das nicht einer der Justice Hammer? Technisch gesehen muss es Justice Hammer 2 gewesen sein. Dann das Blut. Welche Gerichtshammer war im Krankenzimmer? Justice Hammer 3. Okay, zack, zack. Die Fumi hat etwas benutzt, um Takas Leiche zu bewegen. Was war es? Das war doch... Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Zack. Süß, die Katze. Die Waffe, die Fumi erledigte. Wie kann ich sie eher beschreiben? Das war doch der normale Hammer, ne? Der hier. Here's exactly what happened. Before anything, the killer persuaded someone to help carry out the murder. And that person was... Kifumi. With an accomplice, the killer was able to execute a number of otherwise impossible schemes. First, they convinced someone to meet them in the rec room last night at 1 in the morning. That someone they met with was Hiro. The murderous duo intended to pass Hiro off as the prime suspect. So when they met up with him, they drugged him, knocked him out, and stuffed him into the Robo Justice suit. Next, Kifumi positioned himself to make it look like Robo Justice was attacking him, while the killer used a digital camera to take pictures of the assault. They did all this just to create evidence that would put the suspicion on Hiro. When they were done with him, they shoved him, still unconscious, into the pool room locker. And then finally, at 6 a.m., they moved into the murder phase of their plan. They called Taka to the equipment room. And that's where Kifumi killed him, making it the scene of the first murder. The murder weapon was Justice Hammer 4, which was left there in the equipment room. The reason hammer number 4 was used was to create confusion about the order of the crimes. So, next they falsified 2 more assault incidents. For these attacks, the killers pretended to be the victims to solidify Robo Justice as the suspect. The first fake incident was the attack in the rec room. There, the killers wanted us to see Justice Hammer 1 and the Robo Justice pictures they'd taken. They wanted to make sure we bought the surprise attack story. The second fake incident was the attack in the library. This time, they planted Justice Hammer 2 and an injured Hifumi to sell us that story. With these 2 incidents, the killers were able to create a certain preconception in our minds that the suspect was increasing the size of the hammers and attacking people in order as they did. We fell right into their trap and started looking for the suspect based on that. Ich glaube, Justice Hammer 2 ist falsch. Oh, doch richtig, Pap. While we did that, we left Hifumi alone in the nurse's office. This was exactly what Hifumi was hoping for. We took a blood packet from the refrigerator and Justice Hammer 3 and turned the room into a crime scene in which he himself had apparently been brutally murdered. He let out a scream to draw us back, and when we returned... Meanwhile, the other group that had been out searching found Taka's body at the same time. So when we heard the body discovery announcement, we naturally assumed it was for Hifumi.
we left the nurse's office, and Ifumi once again took advantage of the situation. He simply got up and made his escape. When we learned his body had disappeared, we all rushed back to the nurse's office, and once again, Ifumi had the chance he was waiting for. This... He wrapped Taka's body in a tarp and used the dolly to move it all the way down to the repository. That explains how each of the bodies disappeared. But even Ifumi didn't know what the true killer had in mind for their final act. Their plan all along was to kill Ifumi and get rid of the one person who could betray them. And they did it using an ordinary, everyday hammer from the repository. That should cover everything that happened in this case. And the villain behind it all is... Sorry, you lose. I lost? When was the last time I was forced to utter such words? They hang heavy around my neck. Then you admit it? You're the killer? Listen to you, trying to take charge, as if you're my private instructor. Celestia Ludenberg! Actually, Taiko Yasuhiro is fine. Taiko? So, you finally accepted it. I'm the kind of person, once I've lost, I don't like things to drag on. Komplett anderer Akzent. Interesting. Mega. Und während wir uns gerade mal hier die Bewertung anschauen, muss ich nochmal ganz kurz sagen, dieser Fall ist einer meiner absoluten Lieblingsfälle aus dem ersten Teil und einer meiner allgemeinen Lieblingsfälle im ganzen Danganronpa. Es ist nicht mein Lieblingsfall, da gibt es welche in 1, 2 und 3, die sind noch besser. Und gerade 2 und 3 haben so verrückte Fälle, gerade, also ich bin ganz ehrlich, ich hab das Gefühl, Danganronpa steigert sich auch. Es gibt viele Diskussionen, ob der 1er oder der 2er besser ist, aber meiner Meinung nach von der Fallkreativität her sind die alle geil, aber ich finde 3 nochmal einen kleinen Tacken besser. Aber wie gesagt, da kommen wir sehr wahrscheinlich noch zu und den Fall hier fand ich besonders geil, weil ich habe das lustigerweise auch in den Kommentaren schon gelesen, von daher High Five mal in die Richtung. Dieser Fall war für die Leute, die den Fall machen, sehr okay lösbar, sag ich mal. Also als ich den Fall damals das erste Mal gemacht hatte, habe ich mich selber, wie gesagt, halbe Stunde hingesetzt, mir überlegt und dann kam man, also ich kam damals relativ schnell auf die meisten Punkte, ein paar davon wusste ich auch nicht, aber ich habe es auch teilweise in den Kommentaren schon gelesen, dass viele Leute auch in die Richtung schon gedacht haben und ich persönlich finde sowas einfach geil, nicht wie so, das habe ich am Anfang des LPs schon gesagt, nicht so wie bei Barbara Salisch oder bei Phoenix Wright, wo kurz vorher noch was um die Ecke reinkommt, was du vorher gar nicht wusstest, nach dem Motto, hey, ich habe ein Bild, hier ist der Mörder mit der Mordwaffe und dann denkst du, ja, hätte ich da vorher gewusst, der Fall mega easy gewesen, aber hier hast du wirklich alle Puzzleteile und der Fall ist einfach nur komplex. Aber wenn du dich hinsetzt und das Puzzle zusammensetzt, dann kommst du drauf und das finde ich geil an Danganronpa. Und wir haben jetzt eine Bestrafung offen. Und 120 Münzen, die muss ich mal wieder irgendwann in Geschenke einpacken, wenn ich mal die Zeit dafür habe. Okay, Monokuma. I'm ready to begin. Ist einfach so krass, wie Celestia, also Celestia Ludenberg, einfach nur ein Act war. Und sie jetzt komplett eine andere Stimme hat, beziehungsweise die Stimme ist dieselbe, aber komplett andere Akzent dahinter ist. Or, no, I suppose this is the end. It is indeed the moment we've all been waiting for. Time to vote, okay? Okay. If you would, please locate your lever and cast your vote. And when the votes are tallied, who will become the blackened? Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? What's it gonna be? What's it gonna be?
Mittlerweile sollte es offensichtlich sein, aber erneut liegt ja vollkommen richtig. Der Gebrandmarkte dieses Mal, der wahre Mörder, der alles aus dem Schatten leitet, es ist... Tada! Celestia Ludenberg oder auch Taeko Yasuhiro. Honestly. Wie scheiße. Es war also Kooperation, doch für den Arsch. Jetzt weiß ich gar nicht, wie sie sprechen soll. Ich versuche, dieselbe Stimmlage zu nehmen, aber ein bisschen weniger auf den Akzent zu drücken. Ifumis Albernheit konnte selbst ich nicht berechnen. I knew it. Also konfrontiertest du in der Tat Ifumi mit deinem Plan? Aber wie hast du ihn überzeugt, einen Mord auszutragen? Sicherlich spielt ihre Spezialität eine Rolle, das Lügen. Meine Spezialität? Kein bisschen. Ich habe dafür nicht gelogen. So then. Dann hast du das benutzt? Ich dachte mir schon, dass du meine Pläne durchschaust, Kyoko. Richtig. Um Ifumi einen Komplizen nennen zu dürfen, habe ich ihn benutzt. Für die Überlebenden bin ich mal so nett, ihn nicht beim Namen zu nennen. Es war auf jeden Fall das, dass Ifumi und Taka so interessierte. Meint sie, alter Ego? Say what? Was? Worüber redet ihr? Just a second. Bitte greif nicht ein, wir sind gerade in einer sehr schwierigen Konversation. Natürlich, ich werde wieder ausgeschlossen, wie immer. In other words. Dann warst du diejenige, die es stahl. Indeed. Ja. I see. Und du benutztest es, um Ifumi für deinen Plan zu gewinnen? Ja. Als wir ein Treffen für das Verschwinden dieses Dings hielten, ging ich zur selben Nacht auf Ifumis Zimmer. Was tust du hier? Können wir mal so einen kleinen Blick in das Zimmer von ihm werfen? Actually. Ich hoffe, ich könnte mit dir Ich hoffe, ich könnte mit dir reden, alleine. Über diesen Diebstahl. Ich weiß, wer es war. What? Was? Are you okay with this? Es war Taka. Er hat sie gestohlen. Es war der Taka. Was? Ein ganz normaler Büro-Taka? So then. Und ich habe Beweise. Möchtest du sie begutachten? Letztendlich fand ich einen Nutzen für diese komische Digitalkamera. Ich nahm es zu Takas Zimmer und schoss ein Foto dort. Sobald ich Ifumi damit konfrontiert habe, habe ich natürlich die Fotos gelöscht. Damnation! Grrr, er war es also doch. Aber wie hat er es geschafft? Oh, ich bin gerade voll der Fallstimme. Aber wie hat er es geschafft? Sie sollte doch schreien, wenn er ihr zu nahe kam. Korrekt. Deswegen zwang mich Taka, sie zu stellen. As for me, bitte, vergib mir. Er hat mich bedroht. Oh, hat er das? As for me, letzte Nacht gelang er ihm ins Zimmer und du plötzlich dann... Ich kann es kaum beschreiben. Er hat mich vergewaltigt. What? Und dann schoss er Fotos. Er sagte, dass er sie allen zeigen würde, wenn ich sie nicht stellen würde. Und holy shit. Die Implication dahinter ist schon relativ heftig, dass Celestia so weit gehen würde. Und das erklärt auch komplett Ifumis Motiv, lässt ihn aber nicht wie einen Mörder da stehen, sondern er glaubt das ja, was Celestia ihm gesagt hat. Ich hatte keine Wahl. Damnation! Das ist ein Verbrechen, ein absolutes Verbrechen. Ja, ich meine, ich wusste, dass er durchgedreht war, aber... Niemals hätte ich gedacht, dass er so weit gehen würde. Es war richtig cool, wie er das einfach abgekauft hat. Ich konnte meine Freude kaum unterdrücken. Ich werde etwas sagen, was ich noch nie zuvor in meinem Leben gesagt habe. Ich werde ihn töten. Ich werde ihn töten. Most unfortunate. Warte bitte. Wenn du jetzt gehst, gerätst du in seine Falle. Hm? Hä? Actually. Taka möchte sie benutzen, um zu entkommen. Und du bist sein Ziel. What? Entkommen? Du meinst doch nicht... Taka wird versuchen zu töten. Dich. Was? Indeed. Sodass er sie für sich alleine hat. Dieser Bastard! Bastard, Bastard! Honestly. Können wir es uns erlauben, dass solch ein Wicht weitere barbarische Akte durchführt? Nein, niemals! Sie... I swear, I will save her! Actually. Dann könntest du mir helfen. Ich habe nämlich einen Plan geschmiedet. Ich will sein gestohlenes Gut reklamieren und diese grausige aus dieser grausigen Akademie entkommen. Fertig. Hm? Hä? Was meinst du? Doch, nichts.
Hifumi stimmte mir ohne weiteres zu. Der Wert von... es war wohl groß. Die Kraft der Liebe. Selbst solch eine Liebe kann Menschen verrückt machen. Du ekelst mich an. I see. Ich habe eine weitere Frage für dich. Hat Hifumi dieses komische Kostüm entworfen? Indeed. Ja. Und es war richtig nervig, Alter. Ich wollte nur, dass er etwas erschuf, was das Gesicht und die Körpergröße verdeckt. Aber niemals hätte ich geglaubt, dass er sowas machen musste. Wie dumm. But... Warum wolltet ihr mich als Zelter abstempeln? Weil du dumm bist. Das ist alles? Let's see. Diesbezüglich habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Deine Dummheit hielt keine Grenzen. Deine Eltern hatten wohl die Arschkarte, was? Well. Aber als du deinen Plan Hifumi erklärt hattest, dann hat... Wie hattest du das Todstellen erklärt? Was hätte Hifumi nach dem Transport getan, hättest du ihn am Leben gelassen? Are you okay with this? Einfach. Wenn er seinen Teil gemacht hätte, hätte er einfach sagen sollen, dass er verletzt gewesen wäre. Und dann wäre jemand in das Kunstlager gekommen. Mm. Und das glaubt er wirklich? Natürlich war das nicht alles. Während ihr ihn alle über sein Befinden ausgefragt hättet, hätte ich jemand anderes ermordet. Und dann hätte Hifumi ein Alibi gehabt, sodass niemand ihn anzweifeln konnte. Das glaubte er. Das erscheint mir alles gut durchdacht. Es war einfach, ihn zu überzeugen. Hifumi fraß die Lüge, wortwörtlich. Bis ich einen Hammer in seinen Kopf gerammt habe, hatte er die ganze Lüge noch abgekauft. So in the end. Also wolltest du ihn schon die ganze Zeit töten? Aber natürlich. Es wäre viel besser für mich gewesen, wenn er tatsächlich erneut tot aufgefunden wurde. Wie kann dir ein menschliches Leben so wenig liegen? Ich bin eine Spielerin. Ich habe alles getan, um zu gewinnen. Don't be mean. Jetzt hörst du dich wie Byakuya an. I wonder about that. Nein, er mag den Nervenkitzel der Jagd. Wir sind total anders, zum Glück. Why? Aber warum hast du das überhaupt getan? What the heck? War es wirklich nur wegen des Geldes? Hmm. Ach, du meinst die 10 Millionen Euro, die Monokuma uns versprochen hat. Das ist definitiv viel Geld. Aber das war nicht alles. Sobald unser neues Leben hier begann, war meine höchste Priorität die Flucht. But... Aber du sagst doch die ganze Zeit, dass wir uns anpassen sollten. You little bitch. Das war eine Lüge. Hey! Ich hasse es. Ich hasse es mehr als jeder andere. You little bitch. Ich wollte hier raus. Jeder neue Tag war Folter. Und ihr wollt wissen, warum? Hä? This is fine. Weil ich einen Traum hatte. Und... Wenn ich ein unendliches Leben hier angenommen hätte, hätte ich auch gleich meinen Traum vergessen können. Honestly. Und das durfte ich nicht machen. Im Untergrund setzte ich mein Leben aufs Spiel, um mir einen Ruf zu verdienen. As for me, nur für diesen einen Traum. Und was war er? Isn't it wonderful? In einem europäischen Schloss leben zu dürfen. Ein Schloss? Ich wollte hübsche Männer aus der ganzen Welt in mein Schloss einstellen, die dann Butler spielen. Also so ein richtiger viktorianischer Traum. Also französische Marionette, bla bla, ihr wisst, was ich meine. Sie hätten sich dann wie Vampire gekleidet, um jedes Bedürfnis meinerseits zu befriedigen. Sobald ich dies erreicht hätte, wäre mein Lebensziel errungen worden. Der Rest meines Lebens doch zu leben, war mein einziger Traum. Ich habe nichts Falsches gemacht. Wenn ich Monokumas Geld mit meinen Gewinnen kombiniert hätte, wäre mein Traum Realität gewesen. Aber so viel dazu. There is nothing to be done. Jetzt kann ich im Grab weiter träumen, huh? Trotzdem bereue ich nichts. Ich verfolgte meinen Traum bis ans Ende. Just the worst. Du hörst dich so leidenschaftlich an, aber wie konntest du in der Lage sein, Menschen zu töten? Oh. Soll ich mich jetzt schuldig fühlen? Wie süß. Ich fühlte nichts, wenn ich andere für meine Ideale opfere. Ich habe keine Gefühle. Do you understand? Das bin ich. Das macht mich... komplett. Ist es nicht gruselig, wie unterschiedlich unsere Werte sind? Da kann man nichts machen. What is this? Das sollten wir sagen, nicht du. Zudem, wie kannst du so ruhig sein? Merkst du nicht, dass dies deine letzten Momente sind? Warum hast du keine Angst? Meine Fähigkeit, das Lügen, ist viel komplexer, als man denken mag. Nicht nur andere Menschen, sondern auch meine eigenen Gefühle kann ich anlügen und überzeugen. Und deswegen hast du keine Angst? Yes, indeed. Richtig. Ich fürchte den Tod nicht. Aber wenn ich wiedergeboren werden könnte, würde ich gerne Marie Antoinette sein. Hey. Dann würdest du erneut hingerichtet werden, ha? Huh? Hey.
Celeste lächelte schon wieder, aber es sah so aus, als wenn sie es erzwang. Sie würde ihren Stolz wohl nicht verlieren. Sie meinte, sie könne ihre eigenen Gefühle anlügen. Aber das war wohl ihre letzte Lüge. Und dieses schwache, künstliche Lächeln hat sie längst verraten. Chills, chills, kills! Seid ihr bereit? Okay, dann los geht's. Die Täterin, die die Harmonie störte, muss die Suppe auslöffeln. Nun dann! Punishment. Nun dann, ich habe eine besondere Hinrichtung für Taiko Yasuhiro vorbereitet. Let's give it everything we've got. It's punishment time. I guess I'll let Kyoko hold on to this. Im Englisch hat sie gerade gesagt, ich denke, ich gebe mal Kyoko das hier. What? Will it really give you the hope you're looking for? I can't say I ever saw it that way. Which is why, actually, it's not important. Well then, take care, everyone. Perhaps we'll meet again in another life. Es ist vorbei. Die dritte Hinrichtung ist vollendet. Celestia ist tot. Und ich persönlich muss sagen, ich finde die Hinrichtung von Celestia sehr, sehr cool. Auch mit dieser Hexenverbrennung und so. Sehr passend für sie gemacht. Sie hat unsere Freunde getötet und hintergangen, weswegen ich nicht traurig sein kann. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, dass wir sie nicht eine Freundin nennen. Ist es nicht einfach schrecklich? Jemand konnte sich von der Außenwelt nicht abschneiden. Deswegen mussten erneut Lebewesen sterben. Extreme! Ihr seid viel zu jung. Wisst ihr nicht, wie wertvoll das Leben ist? What are you gonna do? Gott, und ich dachte, dass ihr die nächste Generation die Pflicht der Hoffnung übergeben werdet. Let me out of here! Mir ist Hoffnung egal. Ich würde sie in den Mülleimer schmeißen, wenn ich endlich gehen darf. Too bad. Ihr seid die Verkörperung der Hoffnung. Mir egal, ob ihr die Pflicht annehmt oder nicht. Und mein Schicksal ist es, jene Hoffnung nacheinander auszuknipsen. Es ist traurig, ja, aber man muss die Realität irgendwann in die Augen schauen. Tu nicht so, als ob du unschuldig wärst. Wie lange willst du das noch hier tun? Was willst du von uns? Gut. Mir gehen neugierige Schüler so auf die Nerven. Endlich auf damit. Jedenfalls. Kyoko, was für ein Schlüssel war das gerade? Was ist denn, Schätzchen? So then. Ich beantworte deine Frage, wenn du das gleiche tust. Was hast du getan? Was hast du mir angetan? Ooh. Was? Hey. Antworte mir, was hast du mit meinem Körper gemacht? Ooh. Oh Mann, oh Gott. Exciting.
Was meinst du? Was ich damit gemacht habe? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nichts darüber. Was war das gerade? Der Drahtzieher hat Kyoko etwas angedroht. What the fuck? Was meint sie damit? Was weiß sie? Okay, mir wird das langsam unangenehm. Ich glaube, langsam schließt sich der Vorhang. Während ich hier alles umgestalte, könnt ihr weiter euer Schulleben leben. Wenn ihr euch einsam fühlt, dann sagt es mir einfach. Ich tue doch alles für euch. See ya later! Tschüssi! Monokuma verließ uns. So viel Verzweiflung, Tod, Verrat, Zweifel. So viel Hoffnung, Überleben, Bindung. Hey Kyoko, Monokuma hat es bereits erwähnt, aber was ist das für ein Schlüssel, den Celestia gab? Gute Frage. Ich glaube, es ist einer der Holzspindschlüssel. Was? Das bedeutet also... Celeste hat es vermutlich dort versteckt. Hey, wir haben überall gesucht, aber den einfachsten Ort haben wir übersehen. Indeed. Gehen wir. Wir verließen den Gerichtssaal und eilten ins Bad. Als wir das Bad erreichten, drehte sich Kyoko um und sagte, hey. Ich werde das alleine tun. Die anderen gehen zurück in die Cafeteria. Später komme ich zu. What? Euch? Und warum? So. Musst du überhaupt fragen? Als sie sprach, schaute sie kurz auf die Kamera. Come on. Das meinte ich nicht. Warum du? Es gibt immer noch einen Spion hier. Dann werde ich auch gehen. What? Du? Bitte, lass mich gehen. So ziehen wir nur mehr Aufmerksamkeit auf uns. Was auch immer. Vielen Dank, Miyakuya. Well, dann liegt es an euch. Yo. Die Cafeteria, okay! Hä? Also, Makoto und Kyoko werden alleine? Hey, sehe ich etwa ein Liebespärchen? Okay. Die Hälfte von euch kreist. Nein, Nina, du bist Waifu! Okay, Glück, Makoto, du musst es allerdings sanft angehen lassen, sie ist nicht stark. Ich versuchte, Hinas Wörter zu unterdrücken, während der Rest in die Cafeteria ging. Shall we go? Los. So then. Wir müssen diesen Spinn finden. Kyoko nahm den Schlüssel heraus und versuchte, jeden Spinn zu öffnen. Da ist eine Nummer drauf, Kyoko! Nach guten 2 Minuten fand sie ihn Hör mal, Kyoko, auf dem Schlüssel war eine Nummer. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass die Dinge auch Nummern dran haben. Guten Morgen. Es ist schon lange her, was? Es ist sicher, Gott sei Dank. Das ist das erste Mal, als ich Kyoko erleichtert sah. Diese Worte kamen wohl aus ihrem Herzen. Ich habe einfach das getan, was Celeste mir sagte. Ich war still wie die Nacht die ganze Zeit. Und ich glaube, ich kann bald das letzte Set Dateien öffnen. Vielleicht sogar schon morgen. Ich tue mein Bestes, also bitte wartet noch ein wenig. So, voll geschlossen. Was den Fall angeht, ja, aber... Können wir mal kurz miteinander reden? Ich möchte wirklich, dass du ehrlich mit mir bist. Kyoko, bitte sag mir, warum machst du alles alleine hier in der Akademie? Wolltest du deshalb mit mir mitkommen? However. Jedenfalls musst du es nicht wissen. Ich muss es nicht wissen? Jetzt mache ich mir nur noch mehr Sorgen. Sorgen? Während der letzten Ermittlung bist du einfach verschwunden. Wer weiß wohin? Ohne Warnung, ohne Erklärung. Wenn du das machst, Indeed. Wird man denken, dass ich die Spionin des Drahtziehers bin, richtig? Du auch? Nein! Ich will an dich glauben. What? An mich glauben? Ist es nicht offensichtlich? Man will doch an seine Freunde glauben. Deswegen muss ich es wissen. Und ich will auch, dass du an mich glaubst. Weil wir Freunde sind. Verstanden. It's true. Dann kann ich das tun. Ein bisschen. Dann... That's fine. Gut, ich erzähle es dir. Ich erzähle dir, warum ich ständig verschwinde und wohin ich verschwinde. Ich könnte jetzt einen Cliffhanger machen, aber das gönne ich euch noch. Was ich dann von Kyoko hörte, stellte alles auf den Kopf. Nachdem ich Kyoko versprochen habe, dass ich an sie glauben würde, habe ich etwas Unglaubliches gehört. Ich entschied, das selber zu bestätigen, weswegen ich auf die Nachtzeit wartete. Und dann bereitete ich mich vor. Correct. Die Jungentoilette im ersten Stock haben keine Überwachungskameras oder Bildschirme. Und in dieser Aufbewahrungskammer, ganz hinten, gäbe es etwas? Was könnte Kyoko damit meinen? Ihr könnt so froh sein, dass ich keinen Cliffhanger mache!
War das hier? Bei den Stalls? Wo war denn der Button dafür? Da, genau. Schon draufgeklickt hier! Es ist nur eine normale Aufbewahrungskammer, oder? Anscheinend nicht. Sie meinte, ganz hinten sei etwas, aber ernsthaft? Ich platzierte meine Hand auf das Ende der Kammer, ohne darüber nachzudenken. Und plötzlich wurde ich reingerissen. Gaschung! Ich fiel durch die Wand. So fühlte es sich zumindest an. Ich hatte keine Ahnung, was passiert war. Babum! Ich bin durch das Ende der Aufbewahrungskammer gefallen. Hä? Es scheint, dass die Rückwand eine Drehtür gewesen war, die mich auf die andere Seite beförderte. Das meinte auch Kyoko. Korrekt. Auf der Jungtoilette im ersten Stock befindet sich eine Aufbewahrungskammer. Und am Rücken dieser Kammer existiert ein Geheimraum. Das ist also der Geheimraum. Aber was passiert hier? Erstmal die Taschentücher! Es gibt eine Menge Akten. Sind das Jahrbücher? Sie sind alle in Staub gehüllt. Allerdings fiel mir eine bestimmte Akte sofort ins Auge. Hope's Peak Studentenregister! Das ist das Einzige, was nicht staubig ist. Hat es jemand letztlich angeguckt? Ich nahm sie aus dem Regal heraus, aber bevor ich sie öffnen konnte, flutschte ein Blatt aus der Akte. Was ist das? Du darfst diesen Ort nicht verlassen? Das ist komisch. Wenn es heißen würde, du kannst nicht, würde ich es verstehen. Aber du darfst nicht? Warum tut mein Kopf auf einmal so weh? Kann es sein? Du darfst diesen Ort nicht verlassen. Habe ich das schon einmal gehört? Aber ich kann mich daran nicht erinnern. Was weiß ich? Was weiß ich nicht? Ich... Ein komisches Geräusch erklang durch meinen Kopf. Auch dieses Geräusch kam mir bekannt vor. Und dann Dunkelheit. Ich verstehe nicht, was passiert ist. Ich verstehe nicht, warum es passiert ist. Ich verstehe nicht, wie es passiert ist. Nach diesen Fragen öffnete ich meine Augen. Wie lange war es her? Anscheinend hat mich etwas geschlagen, sodass ich in Ohnmacht gefallen bin. Das habe ich verstanden. Dieser Schmerz ist zumindest Beweis. Ein leeres Bücherregal. Warte, leer? Leer? Es ist leer! Die Jahrbücher, das Studentenregister und selbst die Notiz auf dem Boden. Es ist alles weg. Was bedeutet das? Aber mein Gehirn wollte heute nicht mehr arbeiten. Der kalte Schmerz begann sich in meinem ganzen Körper auszubreiten. Erstmal sollte ich zurück und mich ausruhen. Mein Körper fühlte sich so schwer an, als ich mich zurückziehen wollte. Irgendwie habe ich es geschafft, mich ins Erdgeschoss zu schleppen. Je mehr ich ging, desto kaputter wurde ich. Ich sehe unscharf. Was ist los? Ich konnte nicht anders, als zu kollabieren. Und danach... habe ich ein komisches Geräusch wahrgenommen. Es war sanft, aber hörbar. Dieses Geräusch. Kommt es aus der Turnhalle? Nachdem ich nach einer gefühlten Ewigkeit im Forum der Turnhalle erreichte, wurde das Geräusch stärker und stärker. Was ist das? Es muss etwas sein, aber was? Hier. In der Turnhalle? Ich habe kein Geräusch beim Öffnen der Tür verursacht. Währenddessen wurden die Geräusche nur lauter, 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 lauter. Vor mir wurde ein Kampf ausgetragen. Ich konnte nicht aufhören, sie zu beobachten. Ich vergaß, mich zu bewegen oder sogar zu atmen. Why, you? What do you think you're doing? I asked you a question. What's the meaning of this? How dare you defy me? This wasn't part of the deal. Im Englischen hat er uns gerade gesagt, das war nicht Teil unseres Deals. Made a decision. I will no longer retreat, no longer compromise, no longer regret. I've made my decision. I'm going to resist you. Okay, but
You do realize what will happen if you go through with this, right? You haven't forgotten, have you? What I'm holding hostage? Was sehe ich da? Was höre ich da? Er hält jemanden gefangen? Dann könnte es sein, der Spion des Drahtziehers ist... Kapitel 3, Gier. Das Ende. Wir sind nur noch verdammt wenige Leute, merke ich gerade. Von den ursprünglichen 15, die angefangen haben, sind nur noch 7 übrig. Du hast das Roboterkostüm erhalten. Ich will diese Scheiße gar nicht. Spieldaten speichern. Jawohl. Einmal über die Trial-Phase drüber. Und ich würde sagen, dass wir mit dem Recap von bisher bis nächste Woche warten. Ich muss allerdings noch zwei Sachen kurz loswerden. Und zwar, das erste ist, dass wir gerne wieder Freetime voten können. Ich weiß gerade nicht, wie die Voting-Dinger vorher waren, aber machen wir es doch ganz einfach so, dass wir, dass ihr einfach mal schon mal votet, weil ich gehe sehr schwer davon aus, dass wir in der nächsten Folge wieder Freetime haben. Und ich gucke, welche Punkte wir noch übrig hatten und addiere das dann später wieder zusammen und dann gucken wir mal, wie das mit Freetime ist. Also, wie gesagt, bitte wieder in den Kommentaren Freetime voten, dann gucken wir, wen wir das nächste Mal machen. Wir haben ja diesmal leider nicht mehr so viele Leute übrig. Neben Makoto, mit dem wir nichts machen können, haben wir Kyoko, wir haben Hina, wir haben Byakuya, wir haben Hiro, wir haben Sakura und wir haben Toko. Ich glaube, das war's von den Leuten, mit denen wir Freetime machen können. Von daher schreibt das mal unten rein. Und die zweite Sache ist die Übersetzung. Und zwar habe ich gelesen, als ich damals vor ein paar Monaten den Patch runtergeladen habe, den Deutsch-Patch, dass er irgendwo in Kapitel 4 war. So, nach dem Part werde ich für nächste Woche mal gucken, ob es da irgendwas Neues gibt. Aber sollte es nicht der Fall sein, kann es sein, dass das LP zwischendurch irgendwann auf Englisch swappt. Ist für den normalen Spielverlauf kein Problem. Wir haben ja auch schon zusammen mehrere Spiele auf Englisch gespielt, wie Kindergarten, Doki Doki. Da habe ich immer on the fly versucht, das Ganze so schnell und gut wie es geht zu übersetzen. Es wird natürlich nicht so fließend sein, wie wir das in den ersten drei Chaptern gehabt haben. Und gerade für Danganronpa 2 oder 3 wird das sehr wahrscheinlich nicht möglich sein. Ich bin aber selber noch am Überlegen, wie wir das Ganze dann für ein etwaiges Class-Trial machen. Und überlege mal, wie das Ganze ist. Am liebsten würde ich es natürlich für euch separat in Captions unten übersetzen, aber das ist super viel Arbeit. Und ich weiß nicht, ob ich dann nicht irgendwann sage, ey, das ist zu viel, da kriege ich das nicht hin und dann kommt Danganronpa sehr unregelmäßig. Und ich glaube, ihr hättet lieber regelmäßiges Danganronpa, wo ich die Sätze schnell übersetze dahinter, anstatt das einmal, was weiß ich, das nur alle zwei Wochen kommt, wenn gerade Trial-Phase ist und das ist doof. Aber gerade weil ich weiß, wie viel Arbeit es ist, habe ich halt Angst, dass ich vielleicht slacke oder so. Aber wie gesagt, wir überqueren die Brücke, wenn wir da ankommen. Das auf jeden Fall nur mal als Hintergrundinformation. Ihr schreibt mir runter, wie ihr mehr Freetime machen wollt. Ich gucke, wie weit die Übersetzung ist bisher. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, meine Freunde. War auf jeden Fall meiner Meinung nach einer der geilsten Fälle des Spiels. Aber da kommt noch sehr viel, weil wir haben jetzt gerade mal 3 Fälle hinter uns. Und ich würde sagen, wir sehen uns entweder nächste Woche Freitag wieder zu Haunting Ground oder danach die Woche Montag. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn, haut da rein und einen guten Start in die Woche. Ciao, ciao!